Herzlich willkommen bei Fittorial. Hallo. Vanessa und ich und auch Melli, die läuft da vorne irgendwo, ja. Gehen heute auf einen türkischen Markt. Mhm. Und Vanessa erklärt mir dann, was die ganzen Gemüsesorten da eigentlich sind. Genau. Und wofür die gut sind und was man daraus machen kann. Ja, wir wollten euch so ein bisschen zeigen, dass man sich im Urlaub auch auf leckere, gesunde Sachen freuen kann. Mhm. Und die Vielfalt. Wenn man selber kocht, ne? Man muss schon selber kochen. Ja, man muss schon selber kochen. Ja, im Hotel ist es schwierig. Aber auch wenn man im Hotel ist, kann man ja trotzdem auf so einen Markt gehen und sich so leckere Früchte holen. Die schmecken ja hier in der Türkei viel besser als in Deutschland. Dann sind die nicht erst hergeflogen, zu uns geflogen. Nee. Genau. So. Und relativ frisch. Ich freue mich auf jeden Fall auch noch auf Nüsse. Ja, Nüsse sind ganz und auf die Gewürze hier. Gewürze, Nüsse, Oliven. Ja. Sind ja auch nicht jedermanns Sache. Nee, das stimmt. Aber hier gibt es so viele verschiedene Arten von Oliven. Man kriegt auch immer was zu probieren hier. Man kann vorher probieren und dann kaufen. Das ist auch kaufen. Cool, ja. Du kannst eigentlich durch den ganzen Markt fressen. Ja. Und danach sagen, ach du, bin eigentlich satt. Ja, genau. Und dazu ist es ja noch preisgünstig. Also man kann ja echt günstig gesund leben. Ja gut, muss man sich fairerweise dazu sagen. Natürlich wegen des guten euro-türkischen Wechselkurs aktuell. Ja. Aber Gemüse und Obst ist hier tatsächlich ein bisschen günstiger. Ja, also wenn man viel Gemüse und Obst isst und so regionale Produkte halt, dann ist es echt günstig. Wir kaufen uns jetzt erstmal deutschen Kohl. Genau. Flugkohl, der so importiert wurde. Genau, aus Deutschland. Kaufen deutsche Erdbeeren. Deutsche Erdbeeren. Ich will deutsche Erdbeeren hier im Urlaub. Yum, yum, yum. Lecker. Oh, heute Zwiebeleintopf. Mit Kartoffeln. 4 Kilo Kartoffeln, 2 Euro. 2 Euro. Das ist hier nicht so wie auf dem deutschen Markt. Ja, die sind noch nicht wach. Die können das auch. Die können auch schreien. Ja, das stimmt. Haben wir gestern erlebt. Ja. Boah, die Artischocken sehen krass aus. Mhm. Oh, Knoblauch. Schön. Dein Lieblingsgemüse. Boah, die Erdbeeren. Oh. Lecker. Riech mal. Die riechen sehr gut. Das riecht komplett nach Erdbeeren. Ja. Und hier gibt es auch eher so kleine Zucchini, ne? Ah, stimmt. Nicht direkt die Killerwahl-Variante. Ja. Wir müssen unbedingt Mais kaufen, der gestern war so lecker. Ja. Was ist das hier? Weinblätter, ne? Weinblätter, ja. Daran kann man sehr gut Reis einrollen, ne? So macht ja, man das doch. Reis und Gehacktes, wenn man noch mit Fleisch möchte. Ja, genau. Wie heißt das nochmal? Wahrscheinlich auch Dolma. Dolma heißt immer gefüllt. Okay. Gefüllte Weinblätter, sagt man auf Deutsch, glaube ich. Ja. Ne? Diese Artischockenblüten sehen echt krass aus. Ja. Aber da drin nur, ne? Nur das da drin ist das, was man isst, ne? Den ganzen drumherum. Das wirft man weg, ne? Ja, das sieht nur schön aus. Kann gar nichts mit anfangen. Es nimmt kein Ende. Herzlich willkommen bei Fittorial und dem ersten Schminktutorial. Guck mal, was die Damen hier machen. Wir machen ein Schminktutorial. Hast du einen Tipp für mich? 5 Liter. Ein bisschen Highlight hier auf die Wange. Highlight? Auf die Wange? Ja, das hebt die Wangenknochen noch ein bisschen hervor. Habe ich das denn nötig? Was hast du denn da? Ein Beauty Blender. Luti. Blender, damit kriegt man Make-up auf. Dann klatscht man sich damit das alles ins Gesicht. Habt ihr gehört, Leute? Macht das fitter? Nee, ne? Dann müssen wir hier weg. Lecker. Ja. Gut. Nehme ich mal ein paar. Welche ist Gammlöcher? Meine krüppeligen Türkisch-Skills auspacken. Ja. Hat noch jemand einen Lira? Weil sonst muss ich dem einen 100er in die Hand drücken. War schon sehr erfolgreich. Ja.
Vitamine. Melli hat selbstständig Tomaten gekauft. Nee, das war auch nicht was. Ich glaube, der hat gesagt, es war ein bisschen mehr. Oder was haben wir jetzt als gekauft? Wir haben ein Kilo Kirschen, die sind brutal lecker. Ah, okay. Kilo Kirschen, 2 Euro. Zweimal Erdbeeren irgendwie jetzt? Ja, ich habe mal von 2 verschiedenen Ständen genommen. Ja. Ich weiß nicht, da vorne gibt es gelbe Kirschen. Gelbe Kirschen? Oh, die sehen interessant aus. Gegen mich. Probier doch mal eine. Ist das so gelb? Was? Gelbe Kirschen. Mist. Sie sehen fast weiß aus. Einfach. Schnell. Wow. Du Dieb. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die süß sind, aber... Testgelbe Kirschen. Ich hab sie hingeworfen. Das ist gut. Hey, die ist doch gut. Die schmecken nicht schlecht. Schreck reinigt den Magen. Also man erkennt den Kirschengeschmack eindeutig. Ja, aber viel Süße. Ja, weniger süß, das auf jeden Fall. Dann nehmen wir die nicht. Aber nicht schlecht. Nee, wir wollen immer nur Zucker. Oh, guck mal, ein süßes kleines Brotlein. Oh. Für einen Burger. Für einen Burger, ja. Ein Sinan-Burger. Stimmt, da musst du dir nicht mehr die Arbeit machen, den Topf zweimal zu belegen. Was? Kirschen Kilo 4 Lira. Boah, die schmecken so. Was ist denn wieder? Die sehen ja dunkel aus. Die sehen ja dunkel aus. Sind die schon durch oder warum sind die so billig? So, ansonsten haben wir noch Mais, ne? Mais haben wir noch, ja. Und Dill und Petersilie. Cocktailtomaten. Cocktailtomaten. Ja, genau. Und ein Kopfsalat, ganz wichtig. Ja, Entschuldigung. Salat ist Salat. Riesen-Zitronen, Riesentomaten, also Riesen. Jetzt kommen wir zu meinem beliebten Nussverkäufer und tollen Gesprächen, weil ich mich nie mit ihm unterhalten kann. Aber jetzt mal sehr freundlich. Ich zeige euch mal die Olivenauswahl. Oh ja. Ah, da sitzt er. Mit alle Kernen. Ich bin doch nur mal schon drüber. Nee? Alle lecker. Okay, dann können wir ja 300 Gramm. Okay. Die gefüllten? Ja. Lecker. Darf ich die auch mal probieren? Nein. Nein. Alle Jahre wieder. Ich kann nicht. Hast du Bulldog? Was hast du? Ihm. Ja, wir haben Danke. Easy. Gut? Gut. Chockgesell. Jetzt hört's schon auf. Chockgesell schaffe ich auch noch. Nein, aber auch geil. Sehr schön. Hier kaufen wir immer Nüsse ein. Sieht aus wie, ist auch Rosine. Ist auch Rosine. Andere Rosine. Aber die sehen so dunkel aus. Ja. Okay. Lasse. Gut. Sende. Krieg eine. Ich hab's später. Oh ja, hier. Jetzt hat's hier. Kann ich mit einer Hand nur hier öffnen. Nee. Schwierig. Mhm. Ja, wie viel kannst du dir kaufen? Wie viel kannst du dir leisten? Oh, Mandeln. Oh, dann auch geil. Geröstet und gesalzen. Keine Ahnung, 200 Gramm Mandeln, 200 Gramm Haselnüsse und einfach mal arm kaufen. Ja. Die werden ja nicht schlecht. Ja. Was gibt's denn hier so an Trockenfrüchten? Trockenfutter? Trockenfrüchten. Trockenfrüchten. Die Mega-Datteln. Ja, die Blueberries finde ich auch ganz spannend. Die hätte ich auch gern. Ja, Assistent. Ich bin Assistent, ihr sollt das probieren. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Was ist das? Kameramann, probier. Keine Ahnung, es schmeckt gut. Schmeckt gut. Hast du schon eins gehabt? Nee. Willst du 5 Lira holen? Das ist ja jetzt so das Günstigste, glaube ich, hier an Insta. Ist auf jeden Fall lecker. Schmeckt irgendwie geil. Ja, das schmeckt nach Popcorn. Schmeckt nach Snacks. Oh, ich liebe die. Ja, das ist ja auch Mais. Ja.
Ich glaube, das ist die schon Hochzeit von meiner Freundin. Willst du haben? Ja, das schmeckt gut. Okay. Finde ich sogar noch besser als die anderen. Schau mal, es gibt ein Bild weiter. Ich gucke mal in den Bestellen hinterher. Wow. Okay, die sind süß. Sesammandel. Ja. Aber die sind geil. Ich will mehr. Mandeln mit Sesam drumherum. Super. Ich hol mal 200 Gramm, ja? Ja. Schokolade. Ja, das erinnert immer an Schokolade. Achso. Was brauchst du denn für Gewürze, damit du uns was Leckeres kochen kannst? Also. Alle. Alle am besten. Die, die hier so sind. Ui. Hier sind sehr, sehr viele. Unsere Vorkosterinnen hier, die probieren gerade alles schon. Die probieren schon, okay, alles klar. Das ist was, ist, was ist das? Oregano. Warte mal, aber geil. Oregano, das ist Tee. Na, Tee. Eukalyptus. Boah, der Oregano ist auch wieder geil, ey. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Voll Smell-Quiz hier. Ja. Aber auch mich schon. Ach so. Ja, Lavendel. Ja, okay. Festbestanden. So, fertig eingekauft. Ja, die Gewürze kauft man am nächsten, also die kaufen wir nächsten Samstag, weil dann sind die, haben wir die für zu Hause noch. Mhm. Weil zu Hause jetzt im Haus, bei dir haben wir noch genug Gewürze. Das stimmt. Und damit die frisch sind, kaufen wir nächsten Samstag für zu Hause noch welche. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt beim Nussmann. Warte mal, wie viel? 13 Euro hat er gesagt. Nur 13 Euro? Nur 13. 12, 13 Euro hat er gesagt. Ich habe das Gefühl, wir hätten immer weiter den Laden leer gekauft. Ja. Aber ich glaube, wir haben den nur leer gefressen. Der hat uns alles angeboten. Ja, das ist immer das Schöne hier, dass man immer alles probieren kann. Ja. Und das kann man halt im Laden nicht. Ne? Ja, das ist wirklich am Markt schöner. Ja. Und es ist halt irgendwie auch so ein Erlebnis. Dann kommt man mal irgendwie so in Kontakt. Ja. Mit den Leuten, die hier auch wohnen. Und ja. So voll nicht Touri. So, jetzt gehen wir in einen Supermarkt und holen noch die restlichen Sachen, die wir brauchen. Ja, genau. Torten, Sahne. Sahne, Schokolade. Den ganzen Kram, den ich bei Fittorial nicht zeigen darf. Ja, genau. So Cola, Sprite. Cola, Sprite, bisschen Säfte, Fanta. Ja, Alkohol. Alkohol. Wodka vor allem. ja. Und Racke. Racke.